Hallo ihr Lieben, heute kommen die letzten drei Seelenbäume aus dem keltischen Baumhoroskop an die Reihe. Welche Eigenschaften hat dein Seelenbaum? Wir beginnen mit der Esche, der Baum der Verbundenheit. Die Geburtsdaten sind vom 25. Mai bis 3. Juni und vom 22. November bis 1. Dezember. Die Esche ist ein Weltenbaum, auch unter dem Namen Yggdrasil bekannt. Das Baumhoroskop besagt, Esche-Menschen sind Weltenbummler und mit Mensch, Tier und Natur verbunden. Der Esche-Geborene weiß, was tief in ihm ist, wonach er strebt, dass er dieses erreichen will und dass er diese Verbindung erhalten möchte. Unrecht verletzt ihn in tiefster Seele. Er erfreut sich seiner Toleranz, was sein Herz stärkt. Nun zur Hainbuche. Die Hainbuche, der Baum des Mutes. Die Geburtsdaten sind vom 4. bis 13. Juni und vom 2. bis 11. Dezember. Die Hainbuche hat eine Besonderheit, denn das Holz dieses Baumes schlägt immer wieder aus. Egal, wie sehr man den Baum stutzt. Und das Baumhoroskop besagt somit, ähnlich ist es bei dem Hainbuche-Geborenen. Sie sind wahre Stehaufmännchen und lassen sich vom Gegenwind des Lebens nicht entmutigen. Von ihrem Stolz und Frohmut unterstützt, gehen sie immer weiter. Nun der Feigenbaum. Der Feigenbaum, der Baum der Empfindsamkeit und Genüsse. Die Geburtsdaten sind vom 14. bis 20. Juni und vom 12. bis 21. Dezember. Das Baumhoroskop besagt, süß und voller Leben, aber auch mit Bitternis gehen diese Menschen ihren Weg. Begegnet man einem Feigenbaummenschen, so geht er einem nicht so schnell aus dem Kopf. Diese Menschen wissen, etwas aus sich zu machen. Sie wissen sehr wohl, den Tag zu genießen. Zu bemerken ist, dass die Früchte des Baumes eine aphrodierende Wirkung haben. So, meine Lieben, das waren eure Seelenbäume aus dem keltischen Baumhoroskop. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ihr könnt immer wieder anhand eures Geburtsdatums das entsprechende Video aufrufen. Habt ihr Fragen, egal um was es sich handelt, dann wisst ihr ja, dass ihr mich anrufen könnt. Und ihr wisst, zumindest diejenigen, die diese Erfahrungen bereits gemacht haben, wie ich helfen kann und wie es tatsächlich eintrifft. Also, alles Liebe, eure Deria.